Okay, wir können Liste aufleveln. Könnte man eigentlich hier. Mach mal noch zwei in Konstitution, weil dann nochmal hat er ein bisschen mehr Gesundheit. Er ist ein Templer. Spezialisierung plus zwei Magie plus mentaler Widerstand plus 3. Das kann man dann später hier leveln. Können wir auch gleich mal kurz durchlesen. Rechtschaffender Schlag. Das ist passiv. Templer sind Vollstrecker, die zur Kontrolle von Magiern und Vernichtung von Abscheulichkeiten auserwählt wurden. Jeder Nahkampftreffer eines Templers gegen einen Magieanwender entzieht diesen Mana. Das ist fies, wenn ihr selber Magier seid und gegen Templer kämpft. Gebiet säubern. Der Templer säubert den Wirkungsbereich von Magie und entfernt alle bannbaren Effekte von Wesen in seiner Nähe. Auch Verbündete können davon betroffen sein. Mentale Festung. Der Templer hat gelernt, sich auf seine Pflicht zu konzentrieren. Und er erhält einen dauerhaften Bonus auf mentalen Widerstandskraft. Auch cool. Heiliges Zerschmettern, in Klammern Templer. Der Templer schlägt mit dem Feuer der Rechtschaffenheit zu und verursacht Geistschaden beim Ziel und anderen Feinden in der Nähe. Ist dieses Ziel ein Magieanwender, muss es eine Prüfung seiner mentalen Widerstandskräfte bestehen. Sonst verliert es Mana und er erleidet zusätzlich Geistschaden in der Höhe des verlorenen Manas. Als betroffener Feind sind zudem Betäubung oder werden zurückgeworfen. Außer sie bestehen eine Prüfung ihrer körperlichen Widerstandskräfte. Eigentlich auch richtig gut. Weil die dunkle Brut, so gesehen, setzt ja auch Magie ein, haben wir schon gesehen. Und hier haben wir... Was können wir ihm jetzt geben? Schildverteidigung. Waffe und Schild können wir ihm nur geben. Ist dieser Modus aktiv, wechselt der Charakter in eine auf den Schild konzentrierte Verteidigungshaltung, die einen Bonus auf Verteidigung sowie eine erhöhte Chance, Geschossangriffe abzuwehren. Wert. Im Gegenzug erleidet er einen Abzug auf Angriff, der jedoch durch Schild-Balance doziert werden kann. Der Verteidigungsbonus erhöht sich bei Schildkenntnis und noch weiter bei Schildbeherrschung. Okay, so heißt, wir müssen hier weiter skillen, dass der Effekt noch stärker wird und man trotzdem gut Schaden macht. Weil ich denke, es würde sich nicht wirklich rentieren, Alistair Zweihandwaffen zu skillen, wenn er schon hier das mit den Schilden und allem drum und dran hat. Ja gut, gehen wir jetzt zum Turm von Ishal. Hier rüber.
und schauen, was, wann das Leuchtfeuer entzündet wird. Oder wir entzünden müssen. Der Plan wird aufgehen, Euer Majestät. Natürlich wird er das. Die Verderbnis endet hier. Wir müssen über die Brücke und Schal. Jupp. Da! Wir scheitern! Hier sieht man jetzt halt die Schlacht unten. Wir sollten jetzt halt doch unseren Hintern bewegen. Ja. Der Bauer, steh uns bei. Ihr seid graue Wächter, nicht wahr? Der Turm, er wurde eingenommen. Wovon redet ihr? Was meint ihr mit eingenommen? Die dunkle Brut kam durch die tiefer gelegenen Kammern nach oben. Sie sind überall, die meisten von uns sind tot. Dann müssen wir zum Leuchtfeuer und es selbst entzünden. Hm. Okay. Magier des Zirkels. Was hat er? Einmal Flammenschwert, das können wir schon mal aktivieren. Lähmen, auch sehr praktisch, vor allem bei Feinden. Arkaner Schild, der zaubernde Schutz, den Bonus auf Verteidigung gewährt. Tief, okay. Schwächen kann er noch, der Schwächen, Flammenschlag. Und das ist eigentlich Arkaner Bolzen, das ist so die normale Standard. Der normale Standardzauber, so gesehen. Und ja, Kräuterkunde. Hier sieht man, was man herstellen kann. Schwacher Lyriumtrank, schwacher Wundschutztrank und so weiter. Wundschutztrank, was man alles noch dafür brauchen und wie viel Elfenwurzel ist so ein kleiner Key, was man auch ziemlich häufig braucht. Und wir machen jetzt
noch dazu Feuerschaden. Dann stellen wir ihn gleich mal wieder auf das um. Wir gehen auf die. Das Erledigen hat gerade wieder nicht wenig gebracht. Und hier brauchen wir halt recht viele Wundumschläge. Da man hier... Der Magier kann nämlich nicht heilen. Das ist unser kleines Hauptproblem. Darum müssen wir da auch ein bisschen vorsichtig vorgehen. Kurzbogen. Lyriumtrank. Malachit. Wie ihr meint. Geld, Lyriumtrank und Geld. Ein Fass Elfengurt. Kann man immer gebrauchen. Einen langen Bogen. Bergkristall. Dann diese Holzkiste, eine Axt und Pfeil der. Okay. Das sind Hörlocks. Genlocks. Man merkt schon ein bisschen, was man noch macht. Ich werde es tun. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ich glaube, man spricht diese... wirklich Hörlack. Ich weiß nicht. Jetzt spürst du stark! Die Hörlocks sind auch Geschichte. Auch der Hörlock Alpha. Hier gibt es sonst nur noch die Todeswurzel da hinten. Wird erledigt. So heißen, wir haben hier auch nochmal unseren Spaß mit der dunklen Brut. Hoffentlich erreichen wir das Signalfeuer rechtzeitig. Wir positionieren uns mal hier. Du gehst hier hinter. Das. Es ist nicht unbedingt einfach. Kommen hier noch die? Jetzt findest du dein Ende!
Noch mehr Narren! Was ist denn mal eigentlich? Jetzt wird mit der Magier so ziemlich alleine dastehen. Nur noch ein Hörlock ist hier. Wir gehen direkt auf diesen Magier. Machen wir es mal. Der Magier soll auf den mal das. Aber Magier ist recht gut von dem. Der hat Geld dabei, eine Axt der dunklen Blut. Okay. Wird erledigt. Mache Rundumschlag, brauchen immer. Sonst gibt hier vorne gerade nichts, aber hier gibt es noch eine Truhe. Laufen jetzt halt in jede Falle. Hier ist nichts, hier ist nur noch eine Truhe. Die ist verschlossen. Dann gehen wir mal hier hin. Betrachtet es als erledigt. Geld. Es als erledigt. Schwacher Rundumschlag kann man immer gebrauchen. Noch ein schwacher Rundumschlag. Bei die sollte man wirklich erst einsetzen, wenn man sie wirklich sehr brauchen. Schön. Oh, hier gibt es garantiert viel zu looten. Ein Silber. Okay, als Geschenk kann man das hernehmen. Eine Holz. Ich werde es tun. Elfenwurzel. Kann man immer gebrauchen. Und die ist verschlossen. Wir haben nämlich niemanden, der Schlösser knacken kann. Der dürfte es nicht können. Hier nicht wirklich was, dann gehen wir weiter. Beim Atem des Erbauers, was tun die hier? Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand geben. Habt ihr euch nicht darüber beschwert, dass ihr nicht kämpfen dürft? Es bringt nichts, darüber zu wehklagen. Wir müssen jetzt kämpfen. Ihr könnt ihnen sagen, dass sie am falschen Ort sind. Das wäre auch eine coole Möglichkeit. Eigentlich wollte ich ja das sagen, aber jetzt... Genau, es handelt sich offensichtlich um ein Missverständnis. Später werden wir darüber lachen. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Loghain wartet auf das Signal. Das kriegen wir hin. Aber zuerst nehmen wir alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Wird erledigt.
Wurzel. Kann man eh nicht aufmachen. Sehr schön. Geh mal hier hin. Die dunkle Flut hat uns aufgespürt. Los! Holzkiste, Rundumschlag, schwacher Wärmebalsam. Der Wärmebalsam erhält kurzzeitig die Resistenz des Anwenders gegen Feuer. Okay. Das war ja die verschlossene Truhe. Ja. Holzkiste hier. Wird erledigt. Liegt das Buch. Können wir später ich werde es tun. Durchlesen. Schwachen und Umschlag. Ich erwarte eure so Befehle. Du bist erledigt. Was haben wir hier noch? Geld, Elfenwurzel. Diese Truhe haben wir nicht öffnen können. Die Gesundheit sieht auch wieder ziemlich gut aus. Aber du bleibst mir bitte hier. Mach's das an. Bisschen Elfenwurzel. Kann man eh nicht öffnen. Dann gehen wir weiter hoch. Sehr schön. Hoffentlich ist Logan angriffsbereit, sobald wir das Signal entzündet haben. Der König verlässt sich auf uns. Langschwert. Langschwert. Oh, das ist sogar ein bisschen stärker wie unseres. Vielleicht kann das Alistair gebrauchen. Können wir ja gleich mal nachschauen. Was warum ist jetzt? Es gibt einen Grund, warum ich die beiden nicht ausrüste. Langschwert. Dann tun wir den Effekt neu drauf. Ist ja nicht das Problem.
Ihnen geben wir mal den Helm. Ah, jetzt brennt es auch wieder. Die dunkle Brut hat uns aufgespürt. Ich werde es tun. Noch mehr Narren! Hier ist der Himmel da drüben. Wie ihr Mann. Die Hunde können sich wirklich nicht gut ausrichten. Genau, Alpha Kummer, Rundumschlag, Dämonensekret, Rekrutenschütter, Wächter. Oh, Schaden gegen dunkle Brut plus 2. Hm. Warum muss hier der so viel verschlossen sein? Das ist doch ungerecht. Müssen wir nur ein kleines Stück gehen. Dann schauen wir mal, wie weit das ist hier. Die Hunde sind auch sehr stark. Schwacher Bundumschlag für Verletzungsausrüstung. Betrachtet es als erledigt. Wie ihr meint. Schwacher Rundumschlag, schwacher Verletzungsausrüstung. Nur 2 Kisten. Okay. Schwache Eissalbe. Resistenz für Eis. Betrachtet es als erledigt. Au. Hast du kein schlechtes Gewissen? Hier noch ein bisschen was, nur ein. Da ist was abgeschlossen. Betrachtet es als erledigt. Okay. Und hier wird gespeichert. Weil ich glaube, ich weiß jetzt, was uns ungefähr erwarten wird. Pause. Du gehst mir sofort auf Fernkampf. Machst den hier. Hier. Du auch. Ich weiß bloß nicht, ob Lähmen jetzt etwas auf ihn bringt. Eigentlich kann sein, dass es was bringt. Ich werde nicht weiter.
hinter. Los! Aber ja, vielleicht auch so mal. Praktisch. Was tun wir jetzt? Weil das könnte jetzt halt richtig wehtun. Okay, das war. Was? Dann machen wir einfach ein kleines Laufspiel. Du kannst irgendwas machen. Mach mal das hier. Und ein Punkt ist. Oh, das ist gut. Oh, oh. Magier. Ich werde jetzt fokussiert. Bitte. Du bleibst auf. Hier. Komm mal, den dann. Der mir wieder, bitte. Hier. Leuchtfeuer ist hier drüben. Wir müssen das Signal verbrannt haben. Entzünden aber wir es, bevor es zu spät ist. Den Oger hier. Die ganzen Sachen. Die Kiste, diese beiden Fässer hier drüben. Tiefenpilz. Glaube ich, braucht man für Gifte. Leuchtfeuer. Lars! Zum Rückzug! Aber was ist mit dem König? Sollten wir nicht... Tut, was ich befehle. Rückzug, ihr alle! Bewegung! Ah!
endlich öffnet ihr die Augen. Mutter wird erfreut sein. Was ist mit der dunklen Brut? Ich erinnere mich, das Mädchen aus der Wildnis, wo bin ich? Ich bin Morrigan, falls ihr es vergessen habt, und wir befinden uns in der Wildnis, wo ich gerade eure Wunden verbinde. Und übrigens, gern geschehen. Wie geht es eurem Gedächtnis? Erinnert ihr euch, wie Mutter euch gerettet hat? Moment, was ist mit der Armee geschehen? Mit dem König? Ich weiß nur noch, dass die dunkle Brut mich überwältigt hat. Sie hat mich gerettet von der Turmspitze? Mutter konnte euch und euren Freund retten, aber es war ziemlich knapp. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr beide lebt. Der Mann, der auf euer Signal reagieren sollte, hat sich zurückgezogen. Die dunkle Brut hat die Schlacht gewonnen. Alle Zurückgelassenen wurden getötet. Euer Freund kommt nur schwer damit zurecht. Mein Freund? Ihr meint Alistair? Das ist mit den grauen Wächtern geschehen und dem König. Geht mir genauso. Das ist furchtbar. Aber jetzt, wir wissen ja, was im geschehen ist. Und sie hat ja gesagt, die dunkle Brut hat gewonnen. Aber wir wissen nicht, was mit den restlichen Wächtern ist. Ich frage trotzdem mal, aber auch, ich weiß leider, glaube ich, schon die Antwort. Alle tot. Seit Mutter es eurem Freund gesagt hat, schwankt er zwischen Verweigerung und Trauer. Er ist draußen beim Feuer. Mutter wollte euch sehen, sobald ihr erwacht seid. Dann gehe ich jetzt. Warum will eure Mutter mich sehen? Waren meine Verletzungen schwer? Danke für eure Hilfe, Morrigan. Ich... gern geschehen. Aber das meiste hat Mutter gemacht. Ich bin keine Heilerin. Ich weiß nicht. Sie teilt mir nur selten mit, was sie vorhat. Waren meine Verletzungen schwer? Ja, aber es kommt alles wieder in Ordnung. Die dunkle Brut hat nichts getan, was Mutter nicht heilen kann. Das hört sich an. Was ist mit Alistair? Geht es ihm gut? Ja, so wie euch. Es wäre wohl unfreundlich anzumerken, dass er sich kindisch benimmt. Dann gehe ich jetzt. Ich bleibe hier und mache etwas zu essen. Das ist super. Kleines Schild. Das ist verschlossen. Und viele Bücher, die man nicht lesen kann. Okay. Seht ihr? Hier ist euer grauer Wächterfreund. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Das bin ich nicht, dank Morrigans Mutter. Hattet ihr Angst, allein zurückgelassen zu werden? Es geht mir gut, aber danke für eure Sorge. Um mich zu töten, braucht es mehr als ein bisschen dunkle Brut. Das kann alles nicht wahr sein. Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht... Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? Davis hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder? Wen kümmert es, was sie ist? Wir müssen etwas unternehmen. Also, warum habt ihr uns eigentlich gerettet?
Wenn ihr Flemeth seid, müsst ihr ziemlich alt und mächtig sein. Wir können jedoch nicht in Sicherheit sein. Wo ist die ganze dunkle Brut? Ich nehme an, wir sollten euch danken. Das stimmt allerdings. Ansonsten wären, glaube ich, die beiden nicht mehr am Leben. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, dann solltet ihr das vermutlich tun. Wenn ihr Flemeth seid, müsst ihr ziemlich alt und mächtig sein. Muss ich das? Alter und Macht sind relativ. Ob ich alt und mächtig bin, hängt stark davon ab, wer danach fragt. Im Verhältnis zu euch ist die Antwort auf beides ja. Warum habt ihr dann nicht Duncan gerettet? Er ist... war unser Anführer. Es tut mir sehr leid um Duncan, aber ihr müsst eure Trauer zurückstellen. In die dunklen Schatten, bis die Zeit für eure Rache gekommen ist. Das hat meine Mutter immer gesagt. Jetzt ruft die Pflicht. Es war schon immer die Pflicht der grauen Wächter, die Länder gegen die Verderbnis zu vereinen. Oder hat sich das geändert, als ich gerade nicht aufgepasst habe? Natürlich nicht. Es hat sich geändert, als die meisten von uns abgeschlachtet wurden. Die grauen Wächter existieren nicht mehr. Jemand anders soll sich darum kümmern. Dank Loghain ist das Land alles andere als vereint. Das ergibt doch keinen Sinn. Warum sollte er so etwas tun? Nun, das ist eine gute Frage. In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht, dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Was genau ist der Erzdämon? Es heißt, der Erbauer habe die alten Götter des Reichs von Tevinter vor langer Zeit dazu verbannt, in Gefängnissen unter der Erde zu ruhen. Ein Erzdämon ist einer dieser alten Götter, der erwacht ist und von der dunklen Brut verdorben wurde. Ob ihr daran glaubt oder nicht, die Geschichte beschreibt ihn als furchterregendes, unsterbliches Wesen. Und nur Dummköpfe ignorieren die Geschichte. Dann müssen wir den Erzdämon finden. Alistair ist hier der echte graue Wächter, nicht ich. Helft ihr uns im Kampf gegen diese Verderbnis Flemeth? Wir sollten Kontakt zu den grauen Wächtern aufnehmen. Was könnte sich der Terran von seinem Verrat am König erhoffen? Kaelin hat sie bereits hergerufen. Sie werden kommen, wenn sie können. Aber ich schätze, Loghain hat bereits Schritte unternommen, um sie aufzuhalten. Wir müssen davon ausgehen, dass sie nicht rechtzeitig hier sind. Ich? Ich bin nur eine alte Frau, die in der Wildnis lebt. Ich weiß nichts über die Verderbnis oder die dunkle Brut. Also, wo auch immer Loghains Wahnsinn herkommt, er sieht in der dunklen Brut offensichtlich nur eine geringe Bedrohung. Wir müssen alle warnen, dass das nicht so ist. Und wer wird euch glauben? Oder wollt ihr Loghain davon überzeugen, dass er sich irrt? Er hat gerade seinen eigenen König verraten. Wenn Al-Eamon wüsste, was ein Ostagar getan hat, wäre er der Erste, der seine Hinrichtung fordern würde. Al-Eamon, ist das jemand Bedeutendes? Ich schätze schon. Al-Eamon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Kaelins Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Landing. Natürlich. Wir könnten nach Redcliff gehen und ihn um Hilfe bitten. Das klingt nach einer hervorragenden Idee. Es gibt doch bestimmt noch andere Verbündete, an die wir uns wenden können. Vergesst nicht, dass auch Loghain ein Ehrenmann war. Es werden
doch alle begreifen, welche Bedrohung die Verderbnis darstellt, oder? Natürlich, die Verträge. Die Grauen Wächter können die Hilfe der Zwerge, der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Sie sind verpflichtet, uns gegen eine Verderbnis beizustehen. Ich bin vielleicht alt, aber Zwerge, Elfen, Magier, diese Ar-Imen und wer weiß, wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir nach Radcliffe und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen? Ich bezweifle, dass es so einfach wird. Boah, lasst es uns nicht gleich übertreiben. Solange wir dabei Gewinn machen, gern. Warum nicht genau das tun graue Wächter doch, oder? Das habe ich sonst immer allgemein gefragt. Ich frage jetzt mal, ich bezweifle, dass es so einfach wird. Was ist schon einfach? Es war schon immer die Pflicht der Grauen Wächter, sich einer Verderbnis entgegenzustellen. Und jetzt sind wir die Grauen Wächter. Dann seid ihr also bereit? Ihr seid bereit, graue Wächter zu sein? So bereit, wie wir nur sein können. Ich wäre schon froh, einfach am Leben zu bleiben. Ich nehme nicht an, dass ihr uns noch mehr helfen könnt, oder? Ja, danke für alles, Flemeth. Wir gehen ja schon, alte Frau. Drängt uns nicht. Das sind teilweise echt interessante... Ja, ist teilweise echt interessanter Gesprächsstoff. Ich nehme nicht an, dass ihr uns noch mehr helfen könnt, oder? Jetzt, wo ihr es erwähnt, ich kann euch noch eine Sache anbieten. Da ein Topf kocht, werte Mutter, werden wir heute Abend zwei Gäste haben oder keinen? Die Grauen Wächter werden in Kürze aufbrechen und du wirst sie begleiten. Wie schade. Was? Du hast mich gehört. Du hast nämlich Ohren, ich bin ganz sicher. Eine ausgezeichnete Idee. Wie kommt ihr darauf, dass wir sie bei uns haben wollen? Danke, aber morgen will sie sich uns nicht anschließen. Eins. Habe ich kein Mitspracherecht? Du willst doch schon seit Jahren die Wildnis verlassen. Das ist deine Chance. Und ihr, Wächter, seht das bitte als Bezahlung für die Rettungsaktion. Also gut, wir nehmen sie mit. Hattet ihr das schon die ganze Zeit vor? Hoffentlich ist sie so nützlich, wie ihr sagt. Also gut. Ich will ja dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber bringt uns das nicht neue Probleme? Außerhalb der Wildnis ist sie eine Abtrünnige. Wenn ihr von uns unrechtmäßigen Magiern keine Hilfe wollt, hätte ich euch wohl besser auf dem Turm gelassen. Zurechtweisung angekommen. Mutter, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin gar nicht bereit. Du musst bereit sein. Diese beiden sind allein und müssen Ferelden gegen die dunkle Brut einen. Sie brauchen dich, Morrigan. Ohne dich werden sie versagen und die Verderbnis wird alle hinwegraffen. Auch mich. Ich verstehe. Und ihr, Wächter? Versteht ihr auch? Ich gebe euch, was mir das Liebste auf der Welt ist. Und ich tue das, weil ihr Erfolg haben müsst. Ich verstehe. Wir brauchen ihre Hilfe nicht. Mit uns wird ihr nichts zustößen. Ich verstehe. Dann hole ich jetzt meine Sachen, wenn ich darf. Ich stehe zur Verfügung, Graue Wächter. Als erstes Ziel schlage ich ein Dorf nördlich der Wildnis vor. Es ist nicht weit und es gibt dort viel, was ihr benötigt. Wenn ihr es vorzieht, bin ich einfach nur eure schweigsame Führerin. Eure Wahl. Dann sollten wir uns nun auf den Weg machen. Nein, redet ruhig, wenn ihr etwas anzumerken habt. Ich habe mit euch kein Problem,
solange Alistair auch keins hat. Ich hätte da noch eine Frage. Ich würde nehmen die zwei. Diesen Satz werdet ihr noch bereuen. Liebe süße Mutter, wie freundlich von dir, mich einfach so hinauszuwerfen. Ich werde diesen Augenblick stets ehren. Ich habe immer gesagt, wenn etwas getan werden muss, mach es selbst. Sonst musst du es dir 10 oder 20 Jahre lang vorwerfen lassen. Es ist nur, wollt ihr sie wirklich mitnehmen, nur weil ihre Mutter es sagt? Wir brauchen ihre Hilfe, die wir bekommen können. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Gebt euch schon einen Ruck, Alistair. Nein, eigentlich nicht. Ja. Nun, das ist wohl richtig. Die Grauen Wächter haben immer allerorten nach Verbündeten gesucht. Es freut mich sehr, dass ihr zustimmt. Dann sollten wir uns nun auf den Weg machen. Leb wohl, Mutter. Vergiss den Eintopf nicht. Ich will ja nicht, dass bei meiner Rückkehr die Hütte niedergebrannt ist. Ach was. Viel wahrscheinlicher ist, dass bis zu deiner Rückkehr die ganze Gegend, einschließlich Hütte, von der Verderbnis verschlungen wird. Ich meinte ja nur, dass... Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Spaß, Liebes.